Hallo, wir sind Steffi und Johannes und hier nehmen wir dich mit auf unsere kleinen und vor allem auch auf die großen Abenteuer. Ja, wir sind ja hier in Sarajevo und das ist das Haus, wo dieser typische Sarajevo-Tunnel während des Krieges aufgehört hat. Hier kamen die Leute raus, man sieht auch noch die Einschusslöcher von dem Haus und hier, was alles verbarrikadiert ist. Und heutzutage ist es jetzt Museum. Und dieser Tunnel war 800 Meter und hat die Bevölkerung von Sarajevo vor der Belagerung, also ja, bei der Belagerung letztendlich geholfen, dass sie überhaupt den Krieg überleben. So, hier sind wir jetzt mitten in Sarajevo. Wir haben einen Parkplatz gefunden, sind jetzt hier an dem Fluss Miljeka, keine Ahnung, wie man es ausspricht, entlang gelaufen und hier ist die Brücke, die Lateinerbrücke. Und da wurde 1914 Franz Ferdinand ermordet, was ja dann zur, ja, unter anderem zum Ersten Weltkrieg geführt hat. Und gleich gehen wir dann nochmal weiter die nächsten Sehenswürdigkeiten anschauen. Das da ist die Eroberer- oder auch Kaisermoschee. Da hinten, das ist das Parlament. Ja, der Markt hier, der sieht jetzt so ein bisschen kitschig modern aus wie in der Türkei oder so. Ist aber eigentlich aus dem 15. Jahrhundert ursprünglich und eine der größten Sehenswürdigkeiten hier. Also natürlich nicht die Sachen, sondern die Häuschen und hier einfach die Gegend war damals schon Markt. Und der Brunnen da vorne mit dem grünen kleinen Kuppeldach, der ist aus dem 18. Jahrhundert. Ja, das da oben ist die bosnische Sonnenpyramide. Das ist keine echte Pyramide oder wahrscheinlich keine. Es wird teilweise vermutet, dass es eine sein könnte, aber es ist nicht, wird wissenschaftlich bewiesen. Wir waren da gerade oben und von da hat man ja einen schönen Ausblick. Man kann oben drauf. Eine nette Gelegenheit, mal auf eine Pyramide zu kommen.